Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Gaddafi, euer Let's Play in das Kaninchen und heute machen wir was ganz, ganz Tolles. Wir nehmen den Verstandsbluter und rammen ihn ins Auge, damit irgendetwas blutet. No shit! Also, es geht auf jeden Fall um den Verstandsbluter, der den Verstand bluten lässt und das hat etwas mit einem Auge zu tun. Dead Space, I call you. Was ich auch gerade auf meinem Kanal spiele. Fantastisches Spiel. Wir spielen das Remake vom ersten Teil. Ich wünsche mir so sehr, dass sie das Remake auf dem zweiten Teil machen. Und auch vom dritten, denn gerade der dritte muss geremaked werden. Der erste war fantastisch, der Originale. Der zweite war fantastisch, der Originale. Der dritte war... Und deswegen, da würde ich mir echt wünschen, dass sie da auch nochmal von den anderen beiden ein Remake machen und das genauso geil machen, wie das Remake vom ersten Teil. Also, ne, falls ihr wisst, wovon ich rede, guckt, und ihr habt es noch nicht gespielt oder nicht gesehen, guckt euch das bei mir gerne an in den Videos. Und falls ihr keine Ahnung habt, guckt es auch an, es wird euch bestimmt gefallen. Es ist ein Horror-Action-Shooter und ich habe ganz schön viel Angst und das, ich habe sehr viel Spaß. Und wenn euch dieses Video Spaß bereitet, könnt ihr auch gerne eine Pfote nach oben geben, damit ich das sehe. Und jetzt wird mal ein bisschen geblutet. Dieser Dolch kann auf richtige Weise angewendet die Gedanken und Erinnerungen eines Ziels extrahieren, wobei es keine Rolle spielt, ob das Ziel willens ist oder nicht. Seine Kraft ist fast aufgebraucht und ich habe noch keinen Weg gefunden, um sie zu erneuern, aber sie sollte für eine weitere Anwendung ausreichen. Der Informationshändler Keval sagt, dass sich das Auge von Odran im Klauenspalt befindet. Also ist das unser nächstes Ziel. Sucht nach einem Einwohner jenes Ortes, der mit dem Artefakt in Kontakt gekommen sein könnte, und verwendet den Verstandsbluter, um die Information zu extrahieren. Bringt mir den Dolch mit der Erinnerung und ich werde sehen, was wir daraus lernen. Besser der Zeit. Wenn ich damit zusteche, kann ich Dinge in die Zeit versetzen. Bruce, nicht jetzt. Nicht du auch noch. Quantum Break. Auch ein geiles Spiel. Haben wir auch gespielt. Zeitreise-Action mit unglaublich geiler Story. Von den Machern von Alan Wake und Control. Geiles Spiel. Hab ich auch auf meinem Kanal. Auch die beiden Spiele habe ich auf meinem Kanal. So. Wir haben nur noch eine Anwendung und du möchtest die für irgendeinen random Burger verwenden, wo wir hoffen, dass wir... Gib den doch zu einem fähigen Magier und lass es analysieren. Wo ist denn der Klauenspalt? Ernsthaft? Wo ist der Klauenspalt? Bin ich doof? Bin ich doof? Ich dachte, das wäre ein Special Ort. Zum Rand des Klauenspalts reisen. Ha, naja. Ach, ist der Klauenspalt... Nee, oder? Der Klauenspalt ist... Ist das hier? Ist das der Klauenspalt? Ja. Oh. Da, wo ich schon ein paar Mal runtergeflogen bin. Aber letztes Mal. Letzte Folge bin ich auch runtergesprungen. Worden. Einmal bin ich runter... Zweimal bin ich runtergesprungen. Und ein paar Mal bin ich schon gesprungen worden. Meine Tierchen zu mir. Ja, du... Hey, Haustiere sind super. Haustiere sind richtig toll. Kann ich nur empfehlen. Ne, und so... Ne, Cora, die liegt hier und schläft neben mir. Total süß. Liegt sie gerade wirklich neben mir und hat den Kopf auf... Oh, hübsch. Auf ein Kissen gelegt. Das sieht so knuffig aus. Passend zu dem Gebiet hier. Knuffig und so. Jetzt gucken wir mal, wir brauchen einen Einwohner. Ihr seht nicht aus wie Einwohner. Also prinzipiell sieht ihr schon aus wie Einwohner, aber... Das ist übrigens ein Ausspielstein, falls ihr noch einen braucht. Da oben müsst ihr... Wir können jetzt hier mal ganz kurz angucken. Den haben wir im Livestream, glaube ich, entdeckt. Und da sieht man den Klauenspalt. Der Rand des Klauenspalts. Oh, guck mal, die Elitiden und der komische Wurm ist auch schon wieder da. Okay, schönen guten Tag, Akolyt des Zimnir. Wirklich, mit deinen 723 Augen siehst du mich? Tja, ich bin schockiert. So, ich geh mal nach hier, damit ich zur Not nicht runtergestürzt werde, sondern auf dieser Seite der Medaille bleibe.
Ich bin noch geweicht. War noch nicht aus genug. Ha! Ich brauche eh noch ein paar Elite-Siegel. Ein paar 150. Ob es ein Achievement dafür gibt, wenn man auf diese Säule springt? Später. So wie in Infernale Zitadelle. Hä? 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 Muss ich hier Leute befreien, damit die mit mir reden oder was? Nee, das ist auch ein Agent des Brimmel. Doof? Im Zweifelsfall ja, aber... Ja, geht mal weg. Ja, ja, du stehst an Seite Brüder, Schwestern. Jetzt liegt ihr alle. Bin ich bescheuert? Ich meine, da steht ja Reisen. Das heißt, für mich ist das ein Teleport. Punkt, der hier irgendwo sein muss? Ich meine, ich kann auch runterspringen. Ach. Oh. Oh. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mal ein paar Leute dabei haben. Kommt mal auch ihr her. So, kommt mal alle zusammen. Und jetzt ein paar AOE-Angriffe. Oh, mein fucking Gott. Naja, macht nichts. Sterben wir halt und dann nutze ich die Weiche ein bisschen übertrieben. Guck mal, dafür haben wir Schriftrunde des Lebens. Genau für solche Sachen, wenn das Kaninchen wieder zu übermütig war. Ich hätte mich auch resurrecten können und vom Tor, was hier gleich nebenan ist, wieder auftauchen. Aber nein, jetzt haben wir denn die Schriftrollen? Den Verstandsbluter auf Kegru. Kegru, der Psi berührte. Ja, genauso stelle ich mir einen Psi berührten vor. Ins Auge, in den Bauch. Ich meine, es ist nicht irgendein random Dude. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist kein random Dude. Aber er sieht ziemlich... Ich meine, deine Ausrüstung gefällt mir sehr gut mit den Drachenknochen. Oh Gott, das ist eine schlechte Textur. Uiuiuiuiuiui. Da gucken wir gar nicht länger hin. Lass uns schnell weggehen, bevor wir ja die Textur zu sehr betrachten. Gehen wir zurück. Wir haben... Das ist kein random Burger gewesen. Auf jeden Fall. Warum leuchtest du? Besessener Knecht. Du Knecht, du! Dann gehen wir mal zurück und lassen ihn mal den Verstand untersuchen. Vielleicht haben wir doch mal ganz leicht geschnitzt. So. Vielleicht müssen wir auch noch berühren. Mit dem Dolch. Seid gegrüßt. Der Dolch glüht geradezu mit Informationen, nicht wahr? Vielleicht ein wenig zu sehr? Vielleicht genug, um einen in den Wahnsinn zu treiben, wenn man ihn in die eigene Schläfe drückt und seine Erinnerung über ihn fließen lässt, würde... Bitte, ich möchte. Oh, er hat schon, verdammt. Geht es euch gut? Ah, und da sind wir auch schon. Das Auge von Odran, das unser Koboldfreund in den Wahnsinn getrieben zu haben scheint, ist weit unten im Klauenspalt in den Ruinen eines gefallenen Hauses. Und zwar in den Ruinen von Haus Oblerodra. Oblodra, nicht Oblero. Oblodra. Wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen, und das tun sie nie. Ein wahrhaft verfluchter Ort. Ich verstehe. Gibt es sonst noch etwas? Da wir nun wissen, wo sich das Artefakt befindet, müssen wir schnell handeln und es uns beschaffen. Wie der Zufall es so will, ist einer meiner Bekannten, der uns in dieser Sache helfen könnte, vor kurzem in Menzoberranzan eingetroffen. Bin doch schon die ganze Weile hier. Na gut. Rückkehr in die Heimat. Ein alter Freund und Verbündeter von mir ist nach Menzoberranzan gekommen. Und ich fürchte, dass er sich besser für diese Aufgabe eignet als ich selbst. Darf ich vorstellen? Dristo Erden, der berühmte Drow-Abtrünnige.
Er wird euch in die Tiefen des Klauenspalts begleiten, bis ins Haus Oblodra selbst und wird das Auge von Odran beschaffen. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Dass die Drizzt wieder ein... Passt total gut hier hin, logisch. Größe. Gibt es etwas, wobei ich euch helfen kann? Ja, erzählt mir etwas über Menzo Beranzan, was aus deiner Sicht ist, mein abtrünniger Freund. Menzo Beranzan ist ein Gefängnis. Und ich habe das Glück gehabt, daraus zu entkommen. Es ist meine Hoffnung, dass dieser Ort und seine Einwohner eines Tages befreit werden. Doch bis es soweit ist, muss ich mich darauf beschränken, jenen zu helfen, die aus der Stadt fliehen wollen. Und warum seid ihr wieder hier im Gefängnis? Was hier geschieht, wird sich auf die gesamten Reiche auswirken. Der raufziehende Konflikt in der Stadt hat große Aufmerksamkeit erlangt. Und ich bin hier, um so viele Leute wie möglich vor diesem Unheil zu schützen. Okay. Gibt es sonst noch etwas? Aufgrund der Häresie von Haus Benre an der Oberfläche sind die Frontlinien nun in Stein gemeißelt. Und Lolth wird mit aller Macht zurückschlagen. Es ist möglich, dass sie selbst nach Menzo Beranzan kommen wird, falls sie nicht sogar schon hier ist. Lolth höchstpersönlich? Eine Göttin? Also, wir reden hier nicht von dem Abbild eines Gottes oder irgendwie sowas, sondern einen Gott herself fucking persönlich? Ungeil! Können wir noch mehr erzählen? Nö. Ich grüße euch. Ich habe nicht erwartet, viele friedliche Momente hier in Menzo Beranzan zu erleben. Und die Stadt hat meine Erwartungen nicht enttäuscht. Wir müssen uns auf die anstehende Reise vorbereiten. Der Klauenspalt ist ein gefährlicher Ort, selbst nach den Maßstäben des Unterreichs. Yay! Was denkt ihr denn über den Klauenspalt? Innerhalb der Stadt gibt es viele Spalten und Schluchten. Doch nichts reicht so tief wie der Klauenspalt. Die Tunnel des niederen Unterreichs münden in seine Tiefen und sowohl kleine als auch große Kreaturen kriechen aus ihm heraus. Was denn so? So Schmetterlinge, Einhörner, Feen? Alle Arten von schrecklichen Dingen. Aber um ehrlich zu sein, handelt es sich dabei meist um Kobolde. Die Drow haben schon seit Jahrhunderten die Kobold-Clans terrorisiert, die in den Klippen des Klauenspalts leben. Sie verschleppen sie, nutzen sie als Futter für ihre Armeen oder machen sich einen Spaß daraus, sie zu quälen. Okay, das ist erstmal ungeil, schon richtig scheiße. Klingt jetzt aber auch nicht so gruselig. Also es klang eben wirklich schlimmer als, ja, eigentlich sind es versklavte Kobolde. Nur sehr selten. In meiner Jugend wurde der größte Teil des Klauenspalts von Haus Oblodra kontrolliert. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses und gefährliches Adelshaus von Menzo Beranzan, das von allen gefürchtet wird. Es gab also keinen Grund für mich, dort runterzugehen. Und auch nach meiner Rückkehr habe ich nicht das Bedürfnis, in den Klauenspalt zu gehen, soweit dies nicht absolut unumgänglich ist. Herzlichen Glückwunsch! Es ist absolut unumgänglich! Ich treffe derzeit meine letzten Vorbereitungen für den Abstieg nach Haus Oblodra. Und ihr solltet es mir gleich tun. Je weiter man in den Klauenspalt hinabsteigt, desto größer sind die Gefahren, die dort lauern. Und die Ruinen des gefallenen Hauses befinden sich tief in dem Spalt. Begebt euch zum Klauenspalt, sobald ihr bereit seid. Ich werde dort auf euch warten. Zusammen werden wir dieses Artefakt, diese Waffe finden, bevor sie Malakdol Arngo in die Hände fällt. Genau. Mit der Kraft der Freundschaft. Oder so. Werden wir es schaffen. Dann gucken wir mal. Jetzt können wir endlich runter. Oh, die Ruinen von Haus Oblodra. Bin ich mal gespannt, was uns da für böse Sachen erwarten. Story! Haus Oblodra, das dereinst das drittmächtigste Haus von Menzo Beranzan war, wurde in 1358 TZ zerstört. In der Zeit des Chaos, als Magie entweder gar nicht nutzbar oder völlig unberechenbar war, wurden die Psioniker im Dienst vom Haus Oblodra zu einem enormen Machtfaktor. Als das Haus durch sie plötzlich weitaus mächtiger als alle Rivalen geworden war, wollte es die Herrschaft über die ganze Stadt an sich reißen. Doch dies endete in einem Fehlschlag. Stattdessen wurde das gesamte Haus in den Klauenspalt gerissen, seine Mutter Oberin
in den Abyss verbannt. Sein Name wurde aus allen sämtlichen Aufzeichnungen gelöscht und galt fortan als verboten, als ob es nie existiert hätte. Das ist der Weg von Menzo Baranzan. Jo, schöne Sache, Harry. Hallo, Drist. Ja, mit Drist zusammen. Schöne Pilze. Diesem Ort wohnt eine Energie inne, die ich schon einmal gefühlt habe. Doch ich kann sie nicht zuordnen. Wir müssen schnell, aber mit Vorsicht vorgehen. Naja, aus der Geschichte, wenn es da irgendwas mit... Okay, Kobolde, ja, okay. Mit Psionikern und dass dort vielleicht auch oben ja schon Dämonen rumlaufen und die Mutter Oberin in den Abyss verbannt wurde. Ah, der Eindringling hat zurück. Zu schade, dass ihr in die falsche Richtung geht. Vielleicht solltet ihr versuchen. Geh in die falsche Richtung? Wer redet da? Wer redet da? Oh, hallo. Komm, wir machen. Wir können erkunden. Wir sind jetzt auch nur Kobolde. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Sind es jetzt auch nur Kobolde. Bin gespannt, wie sie es hier denn später machen, dass das eine Weekly wird. Wenn es schreit nach einer Weekly. Storymäßig. Dass wir hier wieder runter müssen. Auf der. Ich meine. Oh, hallo, wer bist du denn? Schemen von Bruno Bettlehmer? Wieso kämpfen wir gegen eine Illusion? Von unserem Freund? Von Drist-Freund? Er ist auch unser Freund. Bruno ist auch unser Freund. Mit der Kraft der Freundschaft. Komme ich von da oben? Wo wollte ich gedanklich hin? Vermutlich werden sie hier noch weitere Artefakte suchen, weil wenn das hier so ein mystisches Haus war, in dem so große Macht herrschte... Oh Gott, Alter, das sieht schon geil aus, wie das alles zerschüttet ist. Das, was hier wächst, das haben wir doch, also... Das haben wir doch auch schon mal gesehen. Das sieht so ähnlich aus wie das, was in Avernus in der blutenden Zitadelle, oder wie die hieß, gewachsen ist. Aber auch in... wie hieß das Teil? Modul 16. In dem Berg. Dort gab es ja diese verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene, da hatten wir auch so ein Engelding getroffen. Wo auch alles... Oh, ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Warte. Gib mir die Sekunde. Im Unterberg. In... War das hier? War das in den Lavafeldern und Valgas Schmiede? Ich glaube schon. Nee. Doch, ich glaube schon. In dem Gebiet hier. In Terminus. Da war, glaube ich, auch so ein Schlabberkram. So hübsch. Was ein Tor. Jetzt sind wir erst drin. Jetzt reisen wir tiefer. Oh Gott. Jetzt sind wir in den Ruinen des Hauses. Oh Gott. Ich dachte, das waren wir schon. Eine Sache, die mir sofort auffällt. Hier. Oh, ihr habt es weit geschafft. Schnell. Der Große ist 16 Schritte vor euch. Wer. Der Große. Wer bist du? Und der Große ist eindeutig. Minsk? Das ist der Große, der vor uns ist? Was ich eigentlich sagen wollte, ist. Man sieht sofort, dass es sehr viel Ähnlichkeit mit Tempel der Spinne hat. Also, vom Design her, vom Level-Design, es ist eindeutig nicht Tempel der Spinne, da müssen wir nicht drüber reden. Und es ist auch nicht einfach die Karte Tempel der Spinne geremaked, aber sie haben es geschafft, von der Atmosphäre, vom Level-Design, genau dieses Flair einzufangen, sodass du erkennst, ja, okay, klar, wir sind hier in alten Drow-Tempelanlagen, großen Häusern, sodass hier natürlich gewisse Wiedererkennungsmerkmale drin sind. Und das finde ich richtig cool. Also gut gemacht von den Level-Designern. Man darf ja nicht nur die Storyschreiber loben über die Dialoge und über die
Quest sowas, sondern muss ich, finde auch, die Level-Designer haben hier auch wieder sehr tolle Sachen gezeigt. Drizzt selbst. Okay, ich dachte, wenn es um den Großen geht. Okay, ist jetzt Spiegel-Link. Der Hof, der Innenhof ist gesichert. Der Innenhof ist gesichert. Der Innenhof. Auch in der Menzoberranzer-Karte. Die ist ja, das ist ja offensichtlich kein Recolored oder kein Remake oder irgendwie sowas, sondern sie haben völlig eigenen Stil, den sie vorher noch nirgendwo hatten, umgesetzt, so dass es aber erkennbar ist, vergleichbar mit den paar Elementen, die man schon aus dem Unterreich, Quatsch, aus dem Unterreich, aus den Drow-Gebieten kennt. Flüsterne Höhlen und sowas, da wo man schon diese Drow-Designs schon einmal gesehen hat. Tempel der Spinne. Und es wirkt wirklich passend. Es ist neu und eigenständig, aber es ist... Du kannst dich heilen? Wer hat denn dir das erlaubt? Nur ich darf mich heilen. Drizzt, hast du was zu sagen, dass wir gerade dich getötet haben? Möchtest du was dazu sagen? Nicht? Und dann ist ja schön. Die Zentralkammer betreten. Ne, ist das... Sieht... Und das sieht halt auch wirklich verfallen aus. Wow, ist das riesig. Schönen guten Tag. Wer sind Sie und wie kann ich Ihnen helfen? Katie! Und was bist du da oben für ein Leuchtefuchs? Au! Katie, unfreundlich. Ist das Auge von Oberon oder wie das hieß? Gut gemacht, ihr habt das Auge, ihr habt mein Auge gefunden, doch leider war alles vergebens, denn das Auge wird am Ende mir... Oh, hey, Odran, Auge von Odran. Da möchte ich nicht stehen, vielen Dank. Ah, das ist eine Mechanik, die kenne ich aus der... Aus, aua, doch die kenne ich. Aus dem Haus der Schlange. In Schuld. In Umu. Wieso lebst du eigentlich noch? Müsst du nicht schon tot sein, Kevlar-Weste? Euer Trumpf über mich wird nur kurzlebig sein. Ihr seid ein geistesschwacher Narr. Das Auge wird euch vernichten. Wenn ich für jedes Mal, wenn irgendein Artefakt mich hätte vernichten sollen, 5 Gold bekommen hätte, dann hätte ich jetzt gleich 10 Gold. Ihr könnt immer raten, welches Artefakt ich meine. Tati, Tati. Ob ich das jetzt im Inventar... Ich würde gerne das im Inventar haben und lesen können. Ich würde gerne wissen... Ich würde gerne einen kleinen... Das hätte ich noch gerne. Ein Quest... Item-Inventar? Wo man denn noch kurze Texte darüber lesen könnte. Das wäre Knorke. Aber wir haben's. Wir haben das Auge. Das Auge ist unser! Meine Klingen sind geschärft! Sorg ist mein Schatz. Grüße. Gibt es etwas? Ihr habt euch dort drinnen gut geschlagen. Nur ein wahrhaft starker Verstand kann diesen Ort überleben. Und nun sind wir im Besitz des Auges von Odran, der Waffe, nach der Malakdor gesucht hat. Ich weiß nicht, welchem Zweck sie dient. Doch ich bin froh, dass sie nicht in seine Hände gefallen ist. Genau, sie ist nämlich in meinen Händen. Gibt es sonst noch etwas? Und ich würde sagen, offensichtlich braucht Drizzt ein bisschen Zeit, um über das Auge von Odran etwas zu erfahren, sodass wir uns auch demnächst dann ein bisschen mit der Geschichte von dem Haus Oblodra befassen können und auch mit dem Auge. Doch das kommt beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.